So, jetzt. Level up! Wir haben ein Geisterlevel erreicht. Das erste Mal in diesem Spiel. Wir sind, was weiß ich, 20 Spielstunden rein. Aber hier ist der erste Geister-Level-Up des Spiels. Yeah! Unglaublich, und wir kriegen dafür nicht mal einen DP-Bonus. Yeah! Wow, wir haben Schattenspiel-Bonus und Duellanten-Bonus, sonst kein anderer Bonus kassiert für den Kerl. Immerhin war 177 Erfahrungspunkte wert. Das hat Spaß gemacht. Noch nie in seinem Leben verloren. Sein erstes verlorenes Duell. Guter Verlierer offensichtlich. Ein antiker Pharao. Ich habe gehört, die waren dafür bekannt, gute Verlierer zu sein. So viel Spaß hatte ich noch nie. Ich war niemals damit zufrieden, mich mit meinen Wächtern zu duellieren. Sie haben mich immer gewinnen lassen. Aber gegen einen wirklichen Gegner habe ich direkt mal verloren. Hat das Duellieren so viel Spaß gemacht, dass ich es nicht bedauere, verloren zu haben. Leb wohl! Nimmst du bitte deine... Was weiß ich, was du da im Hintergrund beschworen hast, wieder mit. Dankeschön. Gut gemacht. Ich wusste, dass du gewinnen würdest, natürlich. Danke für eure tatkräftige Unterstützung. Der Schlüssel zum Sieg war der Respekt deinem Gegner. Geh weg, Zane. Der Typ wird schlimmer als Jaden. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, deswegen waren wir hier, genau. Okay, es ist plötzlich wieder mitten in der Nacht. Nacht ist allerdings scheinbar noch nicht vorbei. Wenn ich jetzt zum Leuchtturm gehe, macht Ding Dong. Es ist niemand da, ich werde zur anderen Zeit wiederkommen. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Oder läuft noch endlose Nacht? Ding Dong! Okay, es ist keine endlose Nacht. Das ist dein Raum. Cool, ich würde sagen, wir speichern mal eine Runde. In Anbetracht dessen, dass wir gerade ein weiteres Story-Duell gewonnen haben, das auch gut in die andere Richtung hätte gehen können. Jo, schlafen. Es ist morgen und an der Zeit zur Schule zu gehen. Es ist außerdem Freitag. Fast schon wieder Wochenende. Schauen wir mal, ob die Story direkt weitergeht. Ich würde es ja hoffen. Wir haben auch schon länger kein Level mehr erreicht, also könnte ich mir auch gut vorstellen, nach dem Unterricht, dass wir erstmal irgendwie ein Level erreichen müssen. Aber jetzt, wo wir gerade Story hatten, schätze ich, suchen wir erstmal wieder. Alles klar, viel Spaß, Gavin. Bis denn, es ist niemand da. Okay, wie sieht's bei uns zu Hause aus? Wir porten mal eine Runde. Irgendwas hier. Ich meine, wir waren gerade da, aber... Nö. Okay, gegen den duelliere ich nicht. Irgendwas am Leuchtturm. Vielleicht ist das überall wieder was los. Es ist niemand da. Okay. Naja, wie sieht's mit den Duellanten aus hier? Die irgendwer, den wir nicht kennen, da unterwegs. Wie ist der Typ nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Da war ein Typ, der sich hier manchmal rumtreibt, den wir tatsächlich nicht registriert haben bis jetzt. Der Typ, der das Deck von Yugi geklaut hat, als es ausgestellt wurde. Scheint aber nicht hier unterwegs zu sein. Okay, dann gehen wir mal hier rüber, suchen hier weiter. Gelber Dorn. Tanja, ich möchte sie sehen. Ich möchte ihr zeigen, dass meine Duellfähigkeiten ihrer würdig sind. Also, das ist ein Duell, Mann. Bastion. Oh, Bastion. Ja, okay. Dann wird es wieder Zeit, Bastion Platz zu machen, wenn er schon gerade mal hier ist. Ich hoffe, der registriert uns langsam mal. Aquataktik 2. Naja, haben wir länger nicht mehr, ne? Auf ins Duell. Creature Swap. Tornclown. Immer nett. Ja, dann fangen wir doch mal hiermit an. Und bodenlose Fallgrube, soweit so gut. Schauen wir mal, ob wir Creatures zum Swappen kriegen. Ein legendärer Ozean! Ist ja legendär. War doch was Spannendes dazu. Sternenboy! Boah, die Hyper-Kombo. Legendärer Ozean plus Sternenboy! Ja, das ist natürlich die gefährlichste Aquakarte, die er hätte spielen können. Räusper, räusper. Eine Verdeckte. Ja. Holen wir den Traumclown. So, Angriff.
Vernichtet ihr! Ausgeht den Druiden. Wieso ist mein Angriff nicht gestärkt? Ach, das ist ein Feuermonster, der reduziert der. Ha, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht! Ach, so ein Mist. Er ist ganz auf Stärke. Ah. Nein. Na gut, wir haben Schwert auf der Hand. Nein. Oh, dieser Effekt kommt so selten zum Tragen. Ich habe völlig vergessen, dass Sternbo den überhaupt hat. Der reduziert Angriffspunkte von Feuermonstern. Wie geht denn jetzt in die Verteidigung? Das ist immer noch stärker. Na egal. Ich meine, wir haben stärkere Monster zu gegebenermaßen. Kann man auch von ausgehen. Aber jetzt ist er schwächer als unser Gebieterischer. Egal. So, komm, Worsi. Dann sag mal! Bestie, jetzt ist mal gut hier. Der hatte sogar noch eine verteidigende Falle und ist trotzdem in die Verteidigung gegangen. Was soll denn das? So, jetzt komm, ich gebe mir meine Angriffspunkte zurück. Das geht ja mal gar nicht. Dimitri oder Pilzmann, OTK-Spieler Sato ist nicht registriert. Ja, ist richtig. Aber Dimitri läuft auch scheinbar nur an manchen Tagen da rum. Der ist irgendwie nicht immer da. Jetzt geht das wieder mit Oxygenern los. Ja, zum Glück haben wir ja. Hier verräterische Schwerter liegen. Muss ich Oxygen in eine Fallgrube fallen lassen? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, wir können ihn noch wegspalten. Oder tauschen gegen irgendwas anderes, was wir ziehen, je nachdem. Schauen wir mal. Gehirnkontrolle. Ja, theoretisch nett, aber wir spalten erstmal den Boden unter ihm. Und 1600. Jo, immer schön drauf da. Ach, nicht Schwerter. Schätze ich, hätte die das feierliche Ultra schon mal spielen sollen, wobei ich es dafür wahrscheinlich nicht aktiviert hätte, was? Na egal. Jetzt spielen wir es mal. Dann gehst du so lange in die Verteidigung, dann bist du stärker, witzigerweise. Machen wir mal den DD-Krieger, weil es so viel Spaß macht. Und das war's erstmal. Der Kollege hat hier nicht mal irgendwas, was er rausspielen könnte an Monstern momentan. Traurig. Hat wahrscheinlich H2O-Verbindung und H2O-Drachen auf der Hand oder so. Eine Runde dürfen wir hier noch rumsitzen. Abgrundsoldat! Ja, der darf ruhig mal in eine Fallgrube fallen oder so, denke ich. Ja, er hatte tatsächlich einen H2O-Drachen auf der Hand. Jetzt hat er einen Friedhof. Naja. Alle Leute müssen Handkarte abgeworfen. Sinnloserweise. Summon! Auch Erang! Herzlich willkommen im Stream! Wie geht's dir stets? Alles gut bei dir? Okay. Schwerter sind weg. Das heißt, jetzt können wir wieder Sachen tun. Wir hätten dann Wars im Angebot, würde ich sagen. Also holen wir uns Warsi. Ganz gut, danke an selber. Ach ja, kann mich nicht beschweren. Das ist bis jetzt eigentlich ganz gut verlaufen, bin immer noch gesund. Wir sind wieder zurück, unseren Level zu erhöhen und Schattenreiter oder wie sie heißen zu erledigen. Wir hatten gerade eben sogar schon Story. Spontan Story am Leuchtturm. Joa. Removalen wir mal einfach, was auch immer da gespielt hat. Es ist ein Neuger des Glaubens, den hätte man nicht unbedingt removalen müssen. Ich sehe schon, ja, der kriegt jetzt seine Schwerter wieder und dann können wir eigentlich nur schwerer Sturm dagegen gleich aktivieren oder ich mache halt tatsächlich feierliches Urteil dafür. Vermutlich werde ich tatsächlich feierliches Urteil für die Schwerter benutzen. Und gebieterische Ritter drauf. Jupp. Endphase. Meine schöne Animal Crossing Stadt entwickelt sich auch immer weiter. Aber ich poste auch fleißig Updates auf dem Discord. Auch wenn man den größten Teil meiner Riesenbaustelle meiner Stadt momentan da nicht sieht. Ich habe fast die komplette Stadt einmal so ein bisschen umgebaut und umgeplant, aber man kann ja nur ein Gebäude pro Tag versetzen in Animal Crossing. Hä? Moment, ich habe überhaupt irgendwie nicht aufgepasst. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass er das tut, was ich denke, dass er tut. Was hat er auf die Hand zurückgenommen, wenn die verräterischen Schwerter nicht wieder auf seine Hand zurück sind? Was habe ich verpasst? Was in aller Welt hat er aus dem Friedhof zurück auf die Hand genommen? Hä? Honk. Verboku natürlich. Starling.
fürchte, niemand hat aufgepasst. Niemand weiß, was er aus dem Friedhof die Hand zurückgenommen hat. Ach, apropos, wie kommt ihr zu Geld während des Oster-Specials? Rüben. Ginger Otaku, ich habe inzwischen 40 Millionen Sterne mit Rübenverkauf gemacht. Das ist das große Geheimnis. Vorher habe ich auch geangelt wie blöde, aber jetzt ist, nachdem ich mich ein bisschen mit dem Rübenmarkt beschäftigt habe, habe ich für immer ausgesorgt. Außerdem haben wir, nette Leute auf dem Discord, die ihre Tore für andere Leute auch mal aufmachen, wenn sie einen hohen Rübenpreis hatten. Das hat sehr geholfen. Mal eben 10 Ladungen Rüben, also 10 volle Inventare mit jeweils 4 Reihen Rüben. Für 549 Sternis pro Rübe verkauft, das, ja. Das war sehr effektiv und, wie gesagt, seitdem habe ich ausgesorgt, was Sternis angeht. Nein, Tanja, ich weiß nicht mehr, wie man sie duelliert. Davon ab sind momentan wahrscheinlich Insekten interessanter als Fische, in Anbetracht dessen, dass wir, größtenteils nur Ostereier fangen können. Vielleicht kann Alexis sich wieder duellieren. Beziehungsweise die mittleren Fische sind ja fast alles Ostereier. Mein Bruder kann sie jetzt ein bisschen laufen. Ne, heult immer noch rum. Okay, geh mal nach Hause. Hier irgendwas los, dein Raum. So, irgendein Tier unterwegs. Jetzt ist Alexis am Leuchtturm rüber teleportiert. Ey, ist am Leuchtturm wieder Story. Mein Bruder kann jetzt ein bisschen laufen. Ne. Gab's nicht einen Glitch, mit dem man Spinnen duplizieren konnte? Es gab einen Glitch, mit dem man Items duplizieren konnte, ich weiß aber nicht, wie der funktioniert hat. Der wurde aber schon vor inzwischen 3 Patches gefixt. Gab ja mehrere Glitches in letzter Zeit in Animal Crossing, die relativ spontan auch gefixt wurden zum Glück. Wie der Glitch, dass wenn man 300 Ballons runtergeschossen hat und das Achievement dafür gekriegt hat, dass man 300 Ballons runtergefähigt hat. Alles klar, Shadow Raven. Dass man danach nie wieder einen Ballon in die Stadt hat gespawnt bekommen. Den haben sie zum Glück gefixt, den Glitch. Oder den Glitch, dass wenn man sich per Amiibo Bewohner in die Stadt holt, und für den Bewohner, den man per Amiibo in die Stadt geholt hat, einen anderen Bewohnern aus der Stadt rauszwingt, oh, das Schiff ist da. Das Schiff ist da? Samstags? War das nicht sonntags? War es samstags? Hab ich falsch im Kopf. Egal, und wenn man einen anderen Bewohner rausgezwungen hat, dass das Haus dieses Bewohners dann für immer ein leerstehendes Grundstück ist. Was doch ein etwas nervigerer Glitch sein muss. Zum Glück haben sie das auch gefixt. Krankenstation, was? Wir können in die Krankenstation? Vielleicht sagt uns das mal jemand, dass wir ein neues Gebiet haben. Atticus, wann wirst du wieder zu mir zurückkehren? Geistig und körperlich. Ja. Was? Story! Du vermisst ihn, aber es gibt einen Weg, ihn zurückzubekommen. Wer sind sie? Ken? Achso, sie war nicht da, als wir uns mit Titan duelliert haben, oder? Komm mit mir und ich werde Atticus all seine Erinnerungen zurückgeben. In Ordnung. Alexis. Oh, wie dumm muss man eigentlich sein? In Ordnung. Flump. Fremder Mann mit Maske. Komm mit. Klar. Liebe Kinder zu Hause, bitte macht das nicht nach. Die Teilnehmer dieses Spiels sind professionelle Vollidioten, deren Lebenshinweisen man nicht folgen sollte. Gott. Ja, was? U-Boot-Packs? Hast du was von U-Boot-Packs gesagt? Tatsächlich, wir haben ein komplett neues Pack. Gier nach Sieg. Nice. Nice, nice, nice. Und wir haben auch massig Punkte, dann schauen wir nochmal, was in... Schieferkrieger! Schieferkrieger! Ja, danke. Gute Monster. Danke. Endlich das Deck-Upgrade, auf das ich so lange warte.
Entkräftungsschild, das Netz, ja, Wiederbelebungsschleim, boah. Mehr Schleim. Schildtreffer ist auch nicht schlecht. Monstertor. Oh, hab gehört, die Karte ist limitiert, wenn nicht gebannt. Maske der Beschränkung kann gegen ein paar Dualanten ein super Ding sein. Ach, da sind nützliche Karten drin, danke. Mehr Packs. Zuflucht im Himmel. Oh Gott. Okay. Tiki, Locken des Lichts. Und wird, glaube ich, Zeit ein bisschen zu Safe-Scammen. Okay. Eine Leiche von Yatagarasu. Mhm. Okay, jetzt. Das muss jetzt nicht unbedingt. Darfraven ist schon wieder da. Es muss morgen nicht los. Ja, dann herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Nächtlicher Angreifer. Ja, noch eine nützliche Karte. Ach, schön. Riesenorg ist meh, aber okay. Morgen ist geschützt, wenn wir irgendwo mal ein Burner-Deck machen wollen. Skarabäus-Schwarm. Wenn man Stalling Decks baut, sind Skarabäus-Schwämme tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Wo ist er denn jetzt? Hm? Hä? Bin ich blind? Hä? Hä? Hat sich das Pack gerade wegteleportiert? Ich bin doch nicht blöd, oder? Das Pack ist weg! Das Pack, das ich gerade noch eingekauft habe, ist weg! Hä? Nee, ist weg! What? Warum? Außerdem. Hä? Alle meine DP sind. Ach, ich Vollidiot. Okay. Never mind. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich habe, als ich einen Safe State geladen habe, den falschen Safe State geladen. Es ist alles gut. Das heißt aber, dass wir den nächtlichen Angreifer gerade aus irgendeinem anderen Pack gezogen haben. Das war nicht dieses Pack hier. Riss in der optischen Täuschung, verrückte Schwertbestie, Nagelwände. Oh, Mauer des enthüllenden Lichts. Ja, das Stalling schlechthin. Nehmen wir mit. Okay. Haben wir noch so Schönes? Erz Unterwälder von Gilfer, Drachenwurm, Flucht der Bestie, Solarstrahl, yeah! Ja, ich schätze, es wird Zeit, mal eben in die Packliste von Gier nach Sieg zu gucken. Gucken, wie sie auf Englisch heißt, aber wahrscheinlich irgendwas mit Victory. Nichts irgendwas mit Victory? Okay, dann muss ich so suchen. Heißt dieses Pack denn auf Englisch? Thirst for Victory, hä? Ist doch Victory, egal. Da hätten wir... Oh, das Pack hat Stray Lambs! Das Pack hat Stray Lambs drin. Ich will Stray... Perfekt, Volltreffer, Stray Lambs. So, jetzt dreimal Stray Lambs, wirf.